Ja, hallo, liebe Freunde von Shakespeare & Co. Wie ihr seht, bin ich mal wieder draußen auf Feld und, oder wie sagt man, Feld und Flur in Wald und Hain, nicht? Oder so ähnlich, um für euch wunderschöne Filme zu machen und sie mit grandiosen Gedichten oder literarischen klassischen Texten zu unterlegen. Heute aber ist das ein bisschen anders. Ihr müsst jetzt sehr stark sein, denn Shakespeare & Co. macht Urlaub. Ab heute für 2 Wochen. James hatte ausgemacht, dass wir uns gleich hier treffen, weil ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen Reisefieber. Ich fahre sehr ungern in Urlaub. Ich fliege überhaupt nicht gerne. Ich fahre auch nur sehr ungern Zug. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, er bucht für mich einen kleinen Regionalzug, ja, so ein Bummelzug, so ein TÜV-TÜV, ja, und ja, er meinte, hier ist irgendwo eine Bahnhofsstation. Gut, wie dem auch sei, ich wollte auch einfach nur Tschüss sagen und euch natürlich noch ein kleines Gedicht liefern, nicht? Eine Art Reisegedicht. Dafür aber habe ich jede Menge Literatur mitgenommen, um für euch weitere herrliche Sachen rauszusuchen. Urlaubssachen, das muss ich nochmal schnell durchgehen. Zahnbürste, Zahnpasta, Waschzeug, klar, habe ich natürlich alles. Bücher, Literatur, ist glaube ich soweit alles da. Das Gedicht, genau. Das Gedicht ist von Heine und passt wie die Faust aufs Auge zum Verreisen. Es ist quasi mir auf den Leib geschrieben worden. Wer will in die Ferne schweifen, ob auf Felgen oder Reifen, ob auf Flügeln oder Schienen, der fasst sein Gepäck am Riemen. Der macht sich los vom alten Trott und wird geschwind zum Globetrott. Der eilt gestählt und vehement von Kontinent zu Kontinent. Wer wagt den Sprung ins Unbekannte heraus aus sicherem Vaterlande, gewinnt zuletzt, so schwör ich dir, ein reiches Leben, jetzt und dir. Hast du nicht irgendwas vergessen? Ich habe das Gedicht selber geschrieben, weil ich habe auf die Schnelle nichts zum Thema Reisen gefunden. Ja, ich musste, wie ihr seht, jede Menge Sachen packen und da konnte ich nicht auch noch die gesammelte klassische Weltliteratur durchstudieren und dann habe ich das Ding halt selber geschrieben. Aber ich meine, so schlecht ist es doch nicht. Also Zahnbürste, Zahncreme, Waschbeutel. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier der Bahnhof sein soll. Aber das muss ja auch nicht euer Problem sein. Ich werde schon irgendwie in den Urlaub kommen. Unterhosen. Kreditkarte, EC-Karte, Reisepass. Reisepass. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Der Reisepass. Gut. Ich muss nochmal zurückgehen. Passwort. Freunde, ich wünsche euch allen wunderschöne 2 Wochen. Bleibt gesund, ja? Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall putzmunter in 2 Wochen wieder, ja?